Herzlich willkommen. Das bin ich, der kleine Markus, der schon immer davon geträumt hat, einmal nach Kaliningrad zu fliegen, in die Stadt seiner Ahnen. Beide Großmütter sowie auch mein Großvater stammen aus der Nähe von Königsberg, welches heute die Stadt Kaliningrad in der russischen Enklave Kaliningrad ist. Somit war ich sofort Feuer und Flamme, als ich von dem Piloten René Lancel vom Luftsportverein Kiel hörte, dass ein gemeinsamer Anflug nach Kaliningrad in Verbindung mit dem Hansa Office organisiert werden sollte. Der Grund für diesen Anflug war der 100. Geburtstag des Flugplatzes Dewau. Der Flughafen Dewau bei Königsberg war einer der ganz frühen Verkehrsflughäfen der Welt. Eingerichtet 1920 liegt er ca. 2,5 Kilometer nordöstlich von Königsberg an der früheren Labiauer Straße, heute Juri-Gagarin-Straße. Also begann sofort die Planung und die Organisation, um den Einflug nach Russland zu ermöglichen. Darin eingebunden war die Beschaffung der Visas, einige Permission für die Genehmigung des Flugzeugs und des Piloten. Ohne die Unterstützung der Mitarbeiterinnen des Hansa Office wäre die Organisation für uns wirklich nur sehr schwer möglich gewesen. Darum sind wir überaus dankbar für die Bemühungen vom Hansa Office, im Speziellen ihrer Mitarbeiterinnen und natürlich auch von René Lassell. Unser erster Flug startete am Mittwoch, dem 21. August gegen Mittag am Flugplatz Langenlonsheim. Dieser liegt bei Bingen am Rhein, also ziemlich in Westdeutschland. Unser Flugweg führte uns nördlich an Frankfurt vorbei, Gießen, Kassel, direkt über den Brocken, Helmstedt, Stendal, Müritz und Neubrandenburg nach Anklam. Dort trafen wir zwei weitere Piloten, die ganz in unserer Nähe mit ihren Flugzeugen beheimatet sind und auch auf dem Weg nach Kaliningrad waren. Wir wollten aber noch weiter fliegen. Deswegen wurde das Flugzeug vollgetankt und ein Flugplan aufgegeben. Nach dem Start in Anklam führte uns die Route über die Insel Usedom, Bansin, Ahlbeck, immer entlang der Ostseeküste bis Kolberg in Polen. Dies war nun unser Ziel für den ersten Tag und wir schauten uns das Städtchen an und aßen lecker zu Abend. Natürlich genossen wir auch noch ein oder zwei polnische Bierchen. Mija już kolejny dzień, pełno ciebie w mojej głowie. Powiedz co tak podzieliło nas. Obojętność między nami, kiedyś razem, dziś już sami. Es war wirklich ein traumhafter Sonnenuntergang mit einer tollen Stimmung am Pier in Kolberg. Viele Menschen, viele Kinder. Hat uns sehr gut gefallen, das Städtchen. Das ist sicher eine Reise wert. Am nächsten Morgen, nach einem ausgedehnten Frühstück und einer lustigen Taxifahrt zum Flughafen, sattelten wir unser Fliegerchen und flogen weiter entlang der Ostseeküste über Kostalin und Slupsk, kein Mensch weiß, ob das so richtig ist, weiter Richtung Danzig, über wirklich schöne Natur in Polen. In Danzig gab es dann zum ersten Mal auf unserer Reise wirklich das Feeling eines großen internationalen Flughafens, welches wir mit unseren kleinen Fliegerchen ja normalerweise nicht so oft gewöhnt sind, was aber doch immer wieder sehr interessant ist. Es wurde etwas aufgetankt, da wir die Gegebenheiten später in Kaliningrad nicht kannten.
Nach dem Tanken des Fliegers wurde auch bei uns etwas aufgetankt, da wir ja in Danzig übernachten wollten, haben wir uns erstmal ein kaltes Bierchen an der Bar genossen. Noch hatte keiner von uns irgendwelche Berechtigung, nach Russland einzufliegen. Wilde Telefoniererei und Mählerei die nächsten 3 Stunden. In Danzig war die absolute Hölle los. Menschen, überall Menschen. Es war ja nun der 15. August und am 13. August ist einer der höchsten Feiertage in Polen, Maria Himmelfahrt. So schien es, dass alle Polen an diesem Tag in Danzig unterwegs waren und dazu noch viele ausländische Touristen. Nach dem Treffen mit einer weiteren Crew aus Sachsen verlebten wir einen wunderbaren Abend mit einigen Bierchen und sehr leckerem Essen in Danzig in der Altstadt. Irgendwann um 22 Uhr kam nun endlich auch die Permission, die wir am nächsten Morgen für den Einflug brauchten. Spasiba war das Ziel. Wir bekamen das absolut letzte Zimmer und schliefen mit 4 Erwachsenen für 300 Euro in diesen. Zum Glück konnten wir viel darüber lachen. Nach der Sicherheitskontrolle durften wir zu unserem Flieger laufen, da wir den Bus nicht bezahlen wollten. Ich glaube, der kostete pro Person 20 Euro. Nun wurde es endlich ernst. Wir flogen zum Feind und griffen mit 4 ultraleichten Flugzeugen Russland an. Natürlich kamen noch viel mehr Flugzeuge zu unserem Treffen in Dewau. Wir 4 flogen aber in einer Formation. Nach dem Start in Danzig immer entlang der Ostsee über die frische Näherung und Pillau weiter Richtung Kaliningrad. Die Controller waren sehr nett und zuvorkommend. Sie sprachen sehr langsam und deutlich. Natürlich waren auch ein paar absolute Profis, die nicht verstanden haben, was die Controller wollten dabei. Aber die Jungs machten einen super Job und leiteten uns fast IFA direkt bis zum internationalen Flugplatz nach Kaliningrad. Dort stachen irgendwie aus jeder Himmelsrichtung nur noch deutsche Flugzeuge auf die Landebahn an. Nun wurden wir sehr herzlich begrüßt und kontrolliert von wirklich schönen und gut gekleideten Damen, natürlich auch Herren. Ich glaube vom Zoll, man achte auf die Schuhe bei den Damen und die Uniform. Niemand war streng und unfreundlich, wie es uns doch schon sehr oft irgendwo im Ostblock oder auch in Deutschland passiert ist bei entsprechenden Kontrollen. Nach der Zahlung von ungefähr 180 Dollar Lande- und Handlinggebühr für die Ein- und für die Ausreise und für die Aufgabe eines neuen Flugplans, ging es weiter zu dem Flug nach Waldau. Natürlich die ganze Zeit vom Controller betreut. In Waldau wurden wir sehr herzlich begrüßt, zum Essen eingeladen, mit Getränken versorgt. Es gab herrliche Schaschliks, frisch gebraten, sehr, sehr nette Leute dort und sie haben nichts angenommen von uns. Gleich am Abend eine Einladung, eine große Besprechung, was unser Plan ist, was wir vorhaben und was passieren wird die nächsten 3 Tage. Schon sehr spät bezogen wir unser Zimmer, mussten aber natürlich unbedingt noch ein schönes russisches Pivo trinken gehen. Und so trifft man dann beim Frühstück in Kaliningrad deutsche Piloten, den man schon Jahre nicht mehr gesehen hat. Und es gab ein sehr freudiges Wiedersehen. Direkt nach dem Frühstück ging es los zur Stadtrundfahrt,
die sehr schön und informativ war. Dies alles wurde von dem Hansa Office in Kaliningrad organisiert und ich kann nur wieder Danke sagen. Es hat uns sehr viel Freude bereitet und Spaß gemacht. Ich glaube, wir lassen einfach die Bilder ein bisschen für sich sprechen, damit ihr Eindrücke sammeln könnt von Kaliningrad, wie es heute aussieht. Außer der alten Stadtmauer und einigen wenigen Häusern ist nicht mehr ganz so viel übrig von dem früheren Königsberg. Natürlich gab es auch ein Militärmuseum, welches uns besonders beeindruckt hat und wo wir auch schnell mal rumgeschlichen sind um die Flugzeuge und U-Boote. Unser Stadtführer gab sich sehr, sehr viel Mühe, hat uns alles erklärt, auch mit sehr viel Hintergrundwissen. Ist schon ein bisschen her, der Ausflug, ich habe einiges vergessen, aber es ist schön, jetzt die Bilder wieder zu sehen. Hier der Dom zu Königsberg, wo ein sehr schönes Orgelkonzert am Nachmittag stattgefunden hat. Also so ein echter Deutscher wie ich, der sagt auch bei 30 Grad nicht zu einem Glühwein nein. Also haben wir einfach mal zwei Glühwein getrunken bei 30 Grad. Nun ging es am späten Nachmittag noch zur größten Abbaustätte von Bernstein, die es, glaube ich, weltweit sogar gibt. Und danach wurden wir zum Strand gefahren, konnten diesen besichtigen, haben dort auch das ein oder andere Bierchen getrunken und auch noch lecker Schaschlik gegessen. Da sieht man dann die ganzen Piloten, wie jeder versucht, irgendwie doch noch einen Bernstein zu finden. Am nächsten Tag stand ja nun das große Event des Flugplatzfestes 100 Jahre DV auf dem Programm. Wir mussten ja erstmal von Waldau, ein Teil der Truppe, von Waldau nach DV fliegen.
Und so kam ich in den Genuss, fast eine halbe Stunde über der Stadt kreisen zu dürfen, da gerade Flugprogramm und Fallschirmspringer in der Luft waren. Beim ersten Anflug durften wir ganz viele Positionen nicht anfliegen, aber der Controller ließ mich kreuz und quer über die Stadt fliegen. Ich bat um einen Rundflug, da ich vom Hansa-Office die Tatjana Pawlowa mit im Flugzeug hatte und ihr ihre Heimat zeigen wollte. Unser Grillmeister von vor zwei Tagen. Vielen Dank nochmal. Hier könnt ihr nun auch an der Flightline mal alle deutschen Flieger in Gänze sehen. Sogar mehrere Kiebitze haben es von Deutschland nach Kaliningrad geschafft und ich glaube ein oder zwei Kollegen sind noch viel, viel weiter geflogen in Russland danach. In den russischen Medien war ein Tag später die Rede von über 20.000 Besuchern des Flugplatzfestes. Eine wirklich gelungene Aktion, was die Flieger dort organisiert haben. Мы друзья, перелетные птицы, только быт наш одним нехорош. На земле не успели жениться. Habe ich doch glatt einen deutschen Wehrmachtssoldaten getroffen. Der hat sich richtig gefreut über unseren deutschen Besuch. Natürlich wirkten auch die deutschen Doppeldecker-Piloten an der Flugschau mit. Die Leute haben sich sehr gefreut und auch schön applaudiert. Друзья, не влюбляться даже в самых красивых девчат. Also es war den ganzen Tag für Programm gesorgt, für Essen gesorgt. Eine Gulaschkanone war nur für uns aufgebaut. Am Abend wurden wir noch weiter bewirtet mit einem Buffet. Wir können uns wirklich nur überaus dankbar zeigen, was uns dort an Freundlichkeit erwartet hat. Und also wir waren eigentlich, die meisten waren sprachlos.
городе большом живу и в село к тебе хочу. Ну и пусть что ты в селе, замуж побегу к тебе. Ты приедь ко мне в село, домик там стоит давно. В нем с тобою будем жить и детей наших растить. Ой, папуленька, папуля, замуж я в село хочу. Поскорей меня отдайте, не отдашь, как убегу. Ой, папуленька, папуля, замуж я в село хочу. Soll ich anschalten, Mama? Ja. Wie für dich bequemer. Ja. Aber vor dich, bei Ende, wenn du drehst, bei Ende. Nee, vor da gehe ich nicht. Ich gehe vorher. Ja. Da sind zwei große Schwelle hinter, ich habe zugemacht. Ich habe alles abgelaufen heute. Ja, hinter am Ende, das ist gefährlich. Ребят, сзади отойдите, а то камушек отлетит. Больно, больно будет. So konnten doch einige von den deutschen Piloten etwas zurückgeben und haben eine tolle Flugschau veranstaltet für die russischen Gäste des Flugplatzfestes. Wie vorhin schon erwähnt, das Buffet war ein Traum, was für uns vorbereitet worden ist. Und es gab sogar zwei Fässer Bier und auf jedem Tisch, glaube ich, zwei Flaschen Wodka. Böse Falle. So, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ab zum Frühstück am nächsten Tag. Am Abend ging es noch ganz schön lang und ja, dann mussten wir auch langsam wieder die Heimreise antreten. Der erste Flug ging wieder zurück zum internationalen Flugplatz nach Kaliningrad zum Ausklarieren. Diesmal ging alles ganz flott, wir hatten ja schon bezahlt und war eigentlich landen, kontrollieren war sowieso ganz schnell erledigt und dann ging es weiter Richtung Polen zum nächsten Zoll. Ein letzter Flug über Kaliningrad, ich glaube die kannten mich schon mit Namen, die Controller. Das war dann schon die Grenze zu Polen. Der Zoll und die Einreise in die EU wurde dann in Olsztyn, was früher Allenstein hieß, erledigt bei sehr unfreundlichen Polen. Ich glaube, wir wurden eine Stunde kontrolliert. Ich musste jede Tüte leer machen, die Dreckwäsche auskippen. Was glauben die eigentlich, was wir in Russland abgeholt haben? Die Freundlichkeit, die wir in Russland erlebt haben, war schlagartig Vergangenheit in Polen. Das hat uns gar nicht gefallen. Kurzer Zwischenstopp in Poznan, also ehemals Posen. Dort schnell aufgetankt, wieder sehr freundliche Menschen kennengelernt. In Poznan am Flugplatz wurde uns Zelenogorda, Grünberg in Schlesien, empfohlen. Dort haben wir wunderbar gegessen, ein ganz tolles Zimmer, sehr preiswert gehabt und haben uns richtig wohl gefühlt. Ganz, ganz toller Service am Flugplatz, kann ich jedem nur empfehlen, dort mal vorbeizufliegen.
Am nächsten Morgen trennten sich dann unsere Wege. Bis Selena Gorda waren wir zu dritt. Die beiden sind dann weiter wieder Richtung Midwestkurs geflogen. Und wir haben noch eine kurze Zwischenlandung gemacht in irgendwo in Deutschland, keine Ahnung. Und sind dann zum Dolmar geflogen, um da was zu essen. Dolmar war wieder ein absoluter Traum, freundliches Wiedersehen mit Schlüters und wir haben nicht umsonst am Dolmar einen Wohnwagen stehen, wunderschön. Danach ging es dann noch den letzten Katzensprung nach Hause, einfach nur mit Westkurs, wieder an Frankfurt vorbei. Ja, und damit ist unsere Reise hier zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe es hat ein bisschen Spaß gemacht, schaltet gerne wieder ein, ne? Abonnieren, liken, wie die das immer so sagen. Bin ja noch Neuling dabei. Macht's gut, bleibt gesund alle. Ciao. Ganz großes Dankeschön an Tatjana Pavlova und ihre Kollegin vom Hansa Office und an René Lancel. Super, dass ihr das möglich gemacht habt. Spasiba.